die Stuttgarter in Gelb, hier mit der Dreierkette im Aufbau. Mio ist jetzt reingerutscht. Ja. Das wäre hier Fürich und hier haben wir dann Mittelstädt. Genau. Wie willst du jetzt daraus das Spiel machen? Also daraus, das ist dann im Ballbesitz, wenn ich den Ballbesitz habe, für mich ganz wichtig im Ballbesitz, wenn ich, dass ich ballnah eine Überzahl habe. Das habe ich in der Situation hier, weil ich 3-2 aufbaue. Und dann kommt es mir darauf an, dass wir hier hinten den Ball so laufen lassen, dass wir irgendwann eben diese Linie der Doppelstürmer überspielen und dass wir dann mutig auch andribbeln, um dann auf der Seite, Demirovic habe ich erwähnt, den brauche ich dann immer ballnah, damit er mir diesen Innenverteidiger hier bindet, dass ich dann hier auf der Ballseite eine Überzahl habe, 4-3. Und da ist dann die Überlegung, entweder zu locken, dass dieser Raum frei wird und ich mich hier bewegen kann zwischen diesen beiden Ketten, oder eben, dass ich, wenn man hier die Mitte oder wenn Frankfurt sich entscheidet, hier die Mitte zuzumachen, ne, weil sie springen ja auch gerne mit den Sechsern, da müssen wir gucken, dass wir sie vielleicht auch mit unseren zwei Sechsern locken, dass sie springen, damit eben dieser Raum frei wird. Wenn das nicht passiert, dann isoliere ich, wenn ich hier mit meinem Stürmer den Innenverteidiger binde, isoliere ich hier außen auf ein 1-1 und habe dann hier zwei Spieler zwischen den beiden Ketten von Frankfurt, die mir dann auch immer diesen Weg hier reinmachen können und dass wir dann hinter die Kette kommen. Das wäre mein Gedanke. Und wenn das über außen nicht gehen sollte, weil Frankfurt zuschiebt, dann wäre mir wichtig, dass wir dann eben das Spiel über unsere Sechser oder bestenfalls, wenn wir hier in diese Zwischenräume direkt kommen, über die Zwischenräume spielen und dann die letzte Kette attackieren. Okay, nur wenn du es jetzt schaffst, dort so zu spielen, bleiben hier die beiden dort stehen und das ist mein Traum, müssen bewacht werden. Also das wäre nur so Mamusch und Etikette. Bayern lassen grüßen. Ja. Das wäre quasi meine Traumkonstellation, wenn die beiden da im 1-gegen-1-Duell sind, weil ich auch glaube, dass die Stuttgarter Innenverteidiger momentan nicht in ihrer Top-Verfassung sind. Aber natürlich ist es auch so, das ist ja klar, einer von den beiden Stürmern muss natürlich auch den Weg dann mitmachen. Der andere muss hier gucken, dass er beinahe ein bisschen verschiebt. Wir haben natürlich hier auch noch einen, der da mit reinschieben kann. Es gibt ja immer, wie schön jetzt hier, jetzt auch so 2 Viererketten. Aber ganz davon abgesehen, dass hier gut gearbeitet werden muss, gut verschoben werden muss in Richtung Ball, bedeutet das natürlich im Grunde auch, dass man mal eine Trainingssimulation machen kann. Ne? Also wenn wir im Training beispielsweise 10-8 spielen, dann fallen in 30 Minuten ganz wenig Tore. Also die Zehner, die das Tor erzielen sollen und die 8, die verteidigen. Genau. Okay. Und man stellt sich vor, man gewinnt den Ball und es gibt tatsächlich diese Konstellation hier. Und dann ist es ja so, dass die beiden sich dann auch eher so in der Breite aufhalten und sie bekommen den Ball. Das wäre natürlich eine Konstellation, die ich mir wünschen würde. Ne? Und das kann man natürlich im Training sehr, sehr gut simulieren. Also man kann schon gut auch in Unterzahl mit 8 Spielern gegen 10 so ein Spiel gestalten. Aber das wird nicht passieren. Einer der beiden Stürmer, in den meisten Fällen Mamusch, der sowieso gerne ein bisschen auch aus der Tiefe kommt, glaube ich, muss mitarbeiten. Aber ich finde, ein sehr interessanter Ansatz. Übrigens hat das der Christian Streich auch immer so gemacht, gegen 2 Stürmer immer 3 Verteidiger gestellt. Und das ist auch gut. Einziges Problem ist, bei der Dreierkette, nehmen wir sie nochmal so hin, ne? Und ich habe hier die beiden Stürmer, ich habe natürlich dann hier auch ein bisschen Raum, Platz und Zeit, schnell zu kontern nach einem Ballgewinn. Ne? Also auf jeden Fall. Muss man immer aber das ist eben das, womit du bezahlst, weil wenn du eben dominant in Gegners Hälfte Fußball spielen möchtest, ist klar, dass du neben den Räumen hier aber auch ganz viel Raum hier gibst. Genau, und das ist im Moment gegen Frankfurt vielleicht keine gute Idee, aber das wäre mein Ansatz, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir eine Überzahl haben, wir haben die Qualitäten in der Mannschaft, um da auch die Überzahl auszuspielen und dann Frankfurt gefährlich zu werden. Und dann passiert mit dem Gegner das, dass er sich immer mehr fallen lässt, weil er die Räume vielleicht nicht kontrolliert. Und dann habe ich zumindest die beiden ganz weit weg von meinem Tor und dann hilft mir das schon mal.